Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Star Wars. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, den Tempel jetzt abgeschlossen, storyweise, und haben jetzt diesen Schub gekriegt. Und damit können wir jetzt die ganzen Wände hier kaputt machen. Auch wenn ich noch nicht ganz verstanden habe, wie zum Geier ich die hier kaputt kriegen soll. Wie komme ich. Bro, Alter. Muss ich hier nochmal komplett rumlaufen oder was? Da ist noch was, da ist noch was. Bro, Alter. Komm schon, echt jetzt? Wie komme ich jetzt? Na gut, das ist einfach der Weg zurück. Da hier drüben, wie kriege ich das da rein? Oder wie komme ich da wieder hoch? Hä? Zum Geier. Wie zum Geier? Mir fehlen auch hier noch drei Truhen und die werden, zwei Truhen und die werden wahrscheinlich hinter diesen grünen Räumen sein. Nichts sagen. Hä? Es ist doch kein Rätsel mehr. Bro, ich hab das doch hier schon. Das Rätsel habe ich schon längst gelöst. Aber jetzt stellt mir eigentlich die Frage, wo komme ich eigentlich daher? In der letzten Folge haben wir dieses Rätsel hier gemacht. Wir haben diesen Fetten da besiegt. Wir können nicht mehr da drüben hoch. Ja, doch, können wir schon. Aber ich glaube nicht mehr ganz hoch, ne. Wie kriegen wir die Kugel hier hinter? Ah. Okay, what the hell muss ich hier jetzt machen? Es ging hier auf, die Kugel ist jetzt da. Okay, das geht nicht. Stimmt, letzte Folge haben wir hier aufgehört. Ich wollte ja durchgehen, aber dann habe ich die Folge beendet. War ja was. Wir sind wieder hier. Aha, so geht das also. Haben wir das schon mal? Warum bist du jetzt auf einmal durch die Tür gebrochen? Ohne Grund, wenn ich fragen darf. Okay, what the hell, wo bist du jetzt hin? Oben haben wir schon eine. Muss irgendwie hier rein. Aber wie komme ich denn hier rein, ey? Ich glaube, du musst da oben rein. Bringen wir es einfach mal darunter. Bro, das war nicht geplant. Komm schon, echt, what the hell muss ich hier machen? Jetzt schießt die Kugel da wieder rauf. Und das muss es auch. Aha, verstanden. Verstanden. Die Kugel hier ist. Okay, das war's. Nicht. Jetzt. Was der Herr mache ich hier gerade? The fuck mache ich hier? Und was ist das für Rätsel hier, bitte? Moment, jetzt habe ich eine Idee, vielleicht wie das funktioniert. Achso, das ist ja ein Durchgang da. Hoppala. Sicher jetzt ist. Die 1 kann ich jetzt nicht aufmachen. Ich glaube, da kommen wir doch her, oder? Nee, glaube ich, kommen wir nicht her.
Bro, Alter, what the hell? Doch, da kommen wir her. Okay, also fehlt jetzt tatsächlich nur noch eine Wand. Aber was ist dann dieser komische Ball jetzt? Wofür ist der Ball? Werde ich wohl jetzt rausfinden. Okay. Ach, hier kamen wir ja her. Ja, roll doch. Roll. Hä? Und was machst du jetzt? Tafful erwähnt. Oh, ein Wookie-Häuptling. Sie waren Freunde. Meint ihr, der lebt noch? Das gilt es herauszufinden. Wir müssen nach Kashyyyk. Das Grab von Ayram. Im Auge eines gewaltigen Sturms fand Kael und BD1 das Grab von Ayram. Im Inneren sah Kael eine Vision seines einzigen Meisters, Daro Tepel, dem half, seine Fähigkeit, Objekte mit der Macht zu bewegen, wiederzufinden. Beim Verlassen des Grabes fand Kael und BD ein weiteres Holo von Cordova, das sie nach Kairo führte. Kascheife. Also ich habe immer noch einen Raum nicht. Kann ich nochmal zurück? Hier fehlen auch noch zwei Truhen. What the hell? What the fuck? Ah, da kommen wir jetzt hin, gell? Na, trotzdem fehlt hier unten ein Raum. Ich gewusst, dass hier zurückgeht. Dann wäre ich nicht reingegangen. Dann muss ich runterfahren jetzt wieder. Bei den Raum würde ich gerne noch sehen. Es funktioniert noch. Nicht, dass ich mich jetzt ausgesperrt habe oder so. Komm schon, echt jetzt? Hab ich die wieder runter? Kumpel. BD1, wo bist du jetzt hingelaufen? Ah, es geht wieder runter. Danke, BD1. Ich will nur wissen, was in diesem letzten Raum ist. Ich habe nicht gedacht, dass es jetzt schon wieder hochgeht. Ich will nur diesen einen Raum da hinten. Da muss ich durch die Tür da hin, oder? Ja, ich muss diesen langen Gang, dann hier zurück und hier diese Tür. Oder ich gehe von hier diese Eisrutsche runter und das habe ich, glaube ich, kürzer. Ja, je nachdem, welcher Weg halt jetzt verfügbar ist, ne? Ja, es dauert aber schon ganz schön lang, hier hoch und runter zu fahren. So. Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Drüben. Das funktioniert so gleich drüber. Ja, egal. Katzucke funktioniert diesmal. First try. Gut. Jetzt erträumen wir uns diese Dreckswand da, die da ist. Ich hoffe, ich kann die überhaupt so zerstören, ne? Nicht, dass ich jetzt hier umsonst herkomme. Kommt jetzt. So. Da kommt noch einer raus, richtig? Zwei sogar. Thank you.
gut hier. Friss. Alter. Gut, hier jetzt. Bin ich schon da an? BD1. Das ist über mir. Das ist über mir? Zum Teufel komme ich den nach oben? So. Hier hoch, oder? Ja. Okay, es hat auch so funktioniert. Und wo ist jetzt diese Tür? Geradeaus. Okay, warum ist da ein Meditationspunkt? Der ist nur... Okay, ich verstehe gerade nicht. Warum ist hier... Zum Geier, warum ist... Hier haben wir... Alter, hier unten muss immer noch zwei Truhen sein. Hä? Ist immer noch irgendwas, was ich nicht erkundet habe. Hell? Und die war echt jetzt nur so ein... Ich verstehe es gerade nicht. Hä? Wo zum Geier sollen die denn sein? Nö. Da wäre es schön zu wissen, wenn sie sagen würden, wo ich noch nicht war. Klar, das haben sie ja gemacht, aber ich habe trotzdem keine Truhen gesehen. Ach Kumpel, du bist auch noch da. Schade, war zu spät. So. Du bist ja fast down gewesen. Ein Fähigkeitenpunkt haben wir. Muss einmal hier durchschießen für etwas, für so ein Echo. Ich verstehe es aber trotzdem nicht. Wo zum Geier sollen diese Truhen sein? So. Ne, ich habe absolut keine Ahnung, ne? Dann verlassen wir halt das Gewölbe und suchen irgendwann später nochmal nach. Ne, ich habe jetzt echt gerade keine Ahnung. Okay. Da war eine der Truhen, ja, das weiß ich. Gesammelt. Aber wo sind die anderen Truhen? Haut habe ich mir aber jetzt nicht, oder? Ich blick gerade nicht durch, ne? Wo diese Truhen sein sollen. Naja.
Wir gehen einfach mal weiter. Wir gehen jetzt raus. Bin ich echt nur für einen Meditationspunkt zurückgekommen? Ich glaub's ja nicht. Ich dachte, da ist irgendwas Geiles dran. So. Naja, dann verlassen wir wieder das Gewölbe und gehen wieder raus. Ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hey, der Candy ist... Naja. Schön zu wissen, wo ich sie vergessen habe. Na, das gucke ich irgendwann mal nach. Spielen wir erstmal weiter. Irgendwann werden wir wahrscheinlich nochmal auf den Planet zurückkommen. Wenn ich hauptstorymäßig einfach als Komplettierung. Oh ja. Gut, gehen wir jetzt raus. Haben wir dem Imperium den Weg bereitet? Scheint so aus. Dann können wir hier meditieren, weil das interessiert ja einen Scheiß. Und jetzt kann man Fähigkeiten bauen benutzen. Und wir können jetzt hier oben neue Attacken nennen mit einem Schneeköpfen. Brennhieb, Ausweichtritt. Greif Kerl nach einem schnellen Ausweichen mit überall, führt er eine schnelle Trittattacke aus. Okay. Erhöht die Distanz, die Kerl mit einer Sprintattacke zurücklegen kann. Und hier, Fähigkeitenpunkt. Kerls maximale Macht erhöht sich. Hältst du Schub, kann Kerl Gruppen von Gegnern zurückwerfen und große Gegner ins Wanken bringen. Das klingt alles nicht schlecht, ne? Kerl regiert zusätzlich Leben, wenn er einen... Ja, das klingt auch nicht schlecht. Automatisch ab. Ne, erstmal muss ich irgendwas treten. Aber hätte ich doch nochmal gesehen. Ja, so kann man es machen. Winsen, Alter. So gefällt mir das doch. Dann machen wir jetzt noch das Imperium platt. Okay, what the hell? Okay, das hat keiner mitbekommen, warum auch nicht. Ah, ich sehe jetzt eine Truhe. What? Wo ist der Raketenwerfer-Typ? Bro, what the hell? Okay, ich muss... Okay, jetzt gehe ich halt darüber zu dem hier. Bro, Alter! Dass du dich nicht selbst verlässt damit! Ist schon krank. Also, was war drin? Neues Lichtschirmmaterial. Er ist einfach nur blind. Alter, du hast deinen eigenen Kumpel gerade abgeschossen, das ist schon klar, gell? Er hat echt seinen eigenen Kumpel getötet. Bro, Alter, da ist ja noch einer.
Na mal, gehen wir da rein jetzt. Ich habe ein seltsames Gefühl. Hier trafen sich Sepho. Aber warum? Die Überreste alter von der Sepho hergestellter waren, möglicherweise bei Ritualen verwendet. Ah. Komm, Alter, wie komme ich nicht hier hoch jetzt? Ich glaube, ich hab's. Ja. So einfach wäre es gewesen. Ja, Kumpel, wie gefällt dir das? Jetzt muss ich gucken. Sind hier noch welche brüchige Wände in der Umgebung? Über mir. Aha. Gucken erstmal, was dahinter ist. So. Okay, was bist du denn? Was bist du denn, mein Freund? Okay. The fuck? Gehe ich jetzt nicht lang, ich muss mich heilen. Naja. Damit würde ich allerdings auch sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ciao. Euer Gladius.